Buonasera, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Villa Vigoni und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich sehr, Sie zu unserer Diskussionsrunde »Die Vereinigten Staaten von Europa – Wunschbild, Albtraum, Utopie« willkommen heißen zu dürfen. Mein Name ist Tobias Mörschel und ich bin Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Italien. Ausgangspunkt unserer heutigen Debatte ist ein gleichnamiges Buch, das unlängst von der Villa Vigoni herausgebracht wurde und sich mit Bildern, mit Visionen der europäischen Einigung beschäftigt. Es freut mich sehr, dass wir heute Abend mit zwei dezidierten Europäern darüber diskutieren können. Zum einen den ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens und den stellvertretenden Vorsitzenden des italienischen Verfassungsgerichtes, Herrn Giuliano Amato, sowie den Bundestagsabgeordneten und dem Vorsitzenden der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe, Axel Schäfer. Sehr geehrter Herr Präsident Amato, sehr geehrter Abgeordneter Axel Schäfer, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Wir haben als Friedrich-Ebert-Stiftung Italien unlängst eine Studie zu den deutsch-italienischen Beziehungen vorgelegt und auch diese Beziehungen versucht, im Kontext der europäischen Einigung, der Europäischen Union zu betrachten. Lassen Sie mich kurz ganz wenige Befunde zitieren, die zeigen, vor welchen Hürden, aber auch welchen Möglichkeiten der weitere europäische Integrationsprozess steht. In beiden Ländern, die ja beides Gründungsländer der Europäischen Union sind oder das, was die Europäische Union dann geworden ist, befürworten sehr große Mehrheiten die Zugehörigkeit zur EU und zum Euro. Es finden sich auch klare Mehrheiten in beiden Ländern für eine gemeinsame Schuldenaufnahme zur Überwindung der Corona-Pandemie. Also das Programm, was wir jetzt mit Next Generation EU haben, das mag aus italienischer Perspektive nicht überraschend sein, aber dass auch die übergroße Mehrheit der Deutschen erstmals sagt, die EU soll gemeinsam Schulden aufnehmen, um die Pandemie zu bewältigen, das ist wirklich ein Quantensprung. Soweit, so erfreulich. Sie können sich denken, es gibt aber auch so ein paar Abers. So sind fast 20% oder über 20% der befragten Deutschen der Ansicht, die EU wäre besser aufgestellt ohne eine Mitgliedschaft Italiens. Und gleichzeitig denken 20% der Italiener, die EU wäre besser ohne Deutschland. Das sind schon starke Zahlen. Die Italiener sind der Ansicht, dass Italien keinen Einfluss auf die Entscheidungen der EU hat, beziehungsweise nur einen sehr geringen Einfluss, sagt aber gleichzeitig, Deutschland habe einen übergroßen Einfluss. Die Deutschen hingegen sagen, ja, die Italiener haben mehr Einfluss, als sie denken und sind von sich der Ansicht, ja, wir haben auch einen ganz gewaltigen Einfluss, aber sehen ihren Einfluss nicht als so groß an, wie die Italiener ihn sehen. Interessanterweise weiß in beiden Ländern die große Mehrheit der Befragten nicht, dass das jeweils andere Land ein Netto-Beitragszahler in den Haushalt der EU ist. Es ist allerdings auch bezeichnend, dass die Mehrheit der Italiener nicht weiß, dass Italien ein Netto-Beitragszahler ist. Und die Deutschen denken ohnehin, dass die Italiener ein Netto-Empfänger sind. Zwei letzte Zahlen. Die Befragten in beiden Ländern sind der Ansicht, dass es jeweils das andere Land ist und nicht das eigene Land, das von der Mitgliedschaft in der EU profitiert. Es herrscht also ein etwas missgünstiger Blick auf den jeweils anderen, vor der als vermeintlicher Profiteur der Mitgliedschaft in der Europäischen Union gesehen wird. Wir können ganz grundsätzlich sagen, dass Italien insgesamt kritischer auf die EU schaut, als es Deutschland tut. Und dennoch setzt Italien bei allen Politikfeldern, sei es Wirtschaft, sei es Gesundheit, sei es Digitalisierung, sei es Soziales, wesentlich stärker als Deutschland auf europäische statt auf nationale Lösungskompetenz. Und das ist sehr interessant. Die Italiener sind skeptischer, haben aber gleichzeitig auch höhere Erwartungen an die EU. Ich habe nur diese wenigen Zahlen zitiert. Es sind von zwei Gründungsländern der Europäischen Union. Wir haben aber noch 25 weitere Staaten innerhalb der EU, die jeweils ihren spezifischen Blick auf die EU und auf die anderen Länder haben. Und das zeigt exemplarisch, wie komplex die nationalen und die zwischenstaatlichen Hintergründe sind,
die für eine Stärkung der gesamteuropäischen Identität erfolgen müssen und wie schwierig es ist, gangbare Wege und Perspektiven der verstärkten Integration aufzuzeigen. Die nun gestartete Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union wird hoffentlich dabei sehr hilfreich sein, solche neuen Wege zu finden und den europäischen Integrationsprozess weiter voranzutreiben und auch die europäische Identität weiter zu stärken. Und ich hoffe sehr, dass unsere heutige Diskussion als auch das Buch der Villa Ligoni einen Beitrag zu diesem Prozess leisten wird, auf den sich die EU nun jetzt auch mit der Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union begeben hat. Und hiermit möchte ich an Christiane Liermann übergeben, der Generalsekretärin der Villa Ligoni, Mitherausgeberin des Buches. Liebe Christiane, Tocca a te. Danke vielmals, lieber Tobias. Es ist für uns von der Villa Ligoni eine ganz große Freude und Ehre, mit dem römischen Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung und mit illustren Gästen diese Buchpräsentation durchführen zu dürfen. Das Buch, um das es geht, ich halte es einfach mal hier in die Kamera, ist eben diese Überlegung zu den Vereinigten Staaten von Europa, Stati Uniti d'Europa, ein provokanter Titel natürlich, und in diesem Sammelband von aus zahlreichen Beiträgen wird eben diskutiert, inwieweit das Modell der Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht auch für Europa tauglich sein kann. Die Villa Ligoni befindet sich am Comer See, nicht weit von der Villa La Collina entfernt, in der einer der Gründerväter des Vereinigten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Konrad Adenauer, oft seine Ferien verbracht hat. Es waren gewissermaßen Arbeitsferien, weil er dort auch viele italienische Gesprächspartner empfangen hat und er zusammen mit dem großen Alcide De Gasperi und mit Robert Schumann und vielen anderen haben ja sozusagen den Grundstein gelegt für dieses neue Europa, diese neue Erfindung eines politischen Körpers, der ein für alle Mal Abschied nehmen sollte von einem Europa der permanenten Kriege. Und ich denke, egal wie man zu diesem Titel Vereinigte Staaten von Europa steht, entscheidend sind daran, glaube ich, zwei Termini. Das eine ist eben Vereinigte Staaten von Europa. Egal in welcher Form von Konföderation man sich das vorstellt, aber es sind eben nicht mehr die im Krieg gegeneinander antretenden Staaten von Europa, Vereinigte Staaten von Europa. Das ist unser Wunschbild. Und man könnte sagen, es sind die Vereinigten Staaten von Europa, wenn man also die Betonung stärker auf die Staatlichkeit legt, die Vorstellung, wir nehmen in diesen neuen Korpus Europa, nehmen wir die nationalstaatlichen Traditionen und Konformationen durchaus mit. Wir haben etwas Neues erfunden. Ich glaube, dieses Narrativ ist ganz wichtig, dass wir uns nicht sozusagen an alten Modellen orientieren, sondern dass wir den Mut haben zu sagen, die Europäer haben hier für ihr friedliches Zusammenleben zum Nutzen von allen, die sich daran beteiligen, eine neue politische Formation erfunden, buchstäblich erfunden. Man könnte viele, gerade auch große italienische Geister zitieren, vielleicht Luigi Sturzo, der eben sagte, wir müssen dahin kommen, dass Krieg
einfach keine Option mehr ist. Nicht nur unter den Europäern, sondern weltweit. Und ich glaube, Europa hat da entscheidende Modellfunktion in den letzten Jahrzehnten übernommen. Und es ist für uns außerordentlich wichtig, mit Ihnen, lieber Herr Präsident Amato, mit Ihnen, lieber Herr Schäfer, als dem Vorsitzenden der deutsch-italienischen Parlamentarierkommission, dank deiner Moderation, Carissima Gabriella, über diese Themen zu diskutieren. Ich glaube, wenn die Villa Vigoni als deutsch-italienische Institution, und das ist sie eben in dieser Funktion oder in dieser Qualität, ist sie etwas Einzigartiges. Sie ist nicht eine deutsche Institution in Italien, sondern sie ist wirklich paritätisch deutsch-italienisch. Beide Regierungen, beide Nationen tragen paritätisch zu dieser Institution bei. Und wenn diese Konstruktion einen Sinn hat, dann ist es wirklich für Europa zu werben und die junge Generation einzubinden in die politischen und kulturellen Entscheidungsprozesse. Wohin wollen wir mit diesem Europa gehen? Wie soll es aussehen für die Zukunft eben jener Next Generation, die der Adressat unserer Recovery- und Resilience-Programme ist? Von daher ist dieser heutige Abend für mich besonders wichtig, also nicht für mich persönlich, sondern für die Villa Vigoni. Und ich danke sehr, sehr herzlich für diese Gelegenheit des Austauschs zwischen Italienern und Deutschen in einer europäischen Perspektive. Vielen Dank. Ich gebe weiter an unsere Moderatorin. Grazie, grazie mille Christiane Lierman, grazie a Tobias Merschel, buon pomeriggio a tutti, io sono Gabriella Lepre, sono una giornalista di Radio Rai e sono anche vicepresidente dell'associazione ADIT che raggruppa appunto gli ex borsisti del governo tedesco in Italia. Sono onorata di avere ricevuto l'invito a moderare questo interessantissimo appuntamento della Fondazione Friedrich Ebert e di Villa Vigoni. Non mi dilungo, volevo soltanto dire che il nostro media partner è Eurocomunicazione e segnalo che domani, che sabato mattina su Rai Radio 1 alle 7.35 nella rubrica Caffè Europa, che si occupa proprio dei temi che a noi stanno così a cuore, ci sarà un approfondimento proprio su questo bellissimo libro che presentiamo qui oggi, con un contributo del presidente Amato e anche un'intervista al presidente, all'ambasciatore Valensise. Presento rapidamente, anche se non ce n'è bisogno, il nostro ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, che è stato due volte presidente del Consiglio nel 1992-93, nel 2000-2001, poi giudice costituzionale dal 2013, vicepresidente della Corte Costituzionale dal 2020 e dal 2008 purtroppo l'ex premier Amato ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla politica e è presidente onorario dell'Aspen Institute, appunto dell'Aspen Institute. E abbiamo anche l'altro nostro gradito ospite, è l'onorevole Axel Schäfer, che è nato a Francoforte, da 50 anni iscritto alla SPD e ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui è stato anche europarlamentare dal 1994 al 1999, osservatore alle elezioni del Kazakistan nel 2004 anche in Ucraina, dal 2002, quindi sono quasi 20 anni, che è parlamentare al Bundestag ed è anche presidente del gruppo parlamentare tedesco-italiano al Parlamento tedesco.
ho presentato rapidamente i nostri due interlocutori, do la parola al Presidente Amato per un'introduzione ai lavori di questo pomeriggio e ringrazio tutti i partecipanti per essere qui. Presidente Amato. Io parto dalla domanda che il libro che lei ha presentato pone, ma insomma li faremo gli Stati Uniti d'Europa? E dicendo Stati Uniti d'Europa pensiamo agli Stati Uniti d'America, pensiamo ad un'organizzazione federale nella quale gli Stati membri rinunciano alla propria sovranità e trasferiscono interamente le loro funzioni sovrane al livello superiore. Tra le esperienze della mia vita che spiegano anche la mia presenza qui, c'era stata anche la vicepresidenza sotto la presidenza di Giscard d'Estaing della Convenzione per il futuro dell'Europa, che tentò nel 2001-2002-2003 di arrivare a scrivere una Costituzione per l'Europa, il che proprio voleva dire creare uno Stato federale. Devo dire che già in quell'occasione, più che non il mandato che avevamo ricevuto dal Consiglio europeo, dette la spinta a questa ipotesi di Costituzione un celebre discorso che il ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer aveva dato alla Humboldt nel maggio del 2000 dicendo che era tempo di cambiare passo e di costruire l'Europa federale. Noi ci provammo a metà. Ora non ho il tempo di spiegare esattamente perché alla fine dei nostri lavori io dissi l'Europa ermafrodita era ed ermafrodita è rimasta anche dopo i nostri lavori, ma anche quell'esperienza e conta davanti alla domanda da cui sono partito dimostra in realtà la seguente cosa, che è il mio punto di partenza e in qualche modo il mio punto d'arrivo, che questa spinta che ogni tanto abbiamo dato verso la federalizzazione dell'Europa è stata essenziale per fare passi avanti nel processo di integrazione. Ma non so proprio se indica anche un vero approdo del nostro processo di integrazione. E guardate che questo lo capiva anche Altiero Spinelli, padre dell'ipotesi Europa federale, padre del movimento federalista europeo, e lui disse giustamente verso la fine della sua vita: c'è stato bisogno dei visionari, perché se fossero stati da soli non avrebbero combinato nulla, ma gli statisti non avrebbero saputo in che direzione andare senza i visionari. È una perfetta indicazione di quello che è accaduto in tutti questi anni. Parliamoci chiaro. L'Europa è quella parte del mondo nel quale le identità, le culture, le tradizioni, le lingue degli stati nazionali hanno un radicamento così forte da rendere assai improbabile che sia possibile portarle dove fu possibile portare 13 ex colonie diventate da poco indipendenti nell'altro continente. Il nostro vero problema è fare in modo che le nostre comunità nazionali operino sempre più per cooperare e coordinarsi che per esprimere ostilità reciproca e isolamento, arrivando al punto di cogliere sempre che vi sono funzioni che avevano esercitato egregiamente
indipendentemente l'uno dall'altro e che vanno trasferite a livello europeo. Il nostro processo di integrazione è un processo che porta nel tempo ad accrescere le competenze europee, che non può ritenersi appagato dal semplice coordinamento delle politiche nazionali. Ma pensate alla pandemia. Quando noi scrivemmo quello che è ora il testo del Trattato di Lisbona, la salute la mettemmo tra le competenze complementari in serie C. L'Unione doveva avere competenze esclusive, doveva avere competenze concorrenti e poi c'erano le competenze complementari, appoggio, promozione, un po' di coordinamento delle competenze nazionali. Oggi è venuto fuori che in materia di salute noi abbiamo bisogno di più dirette competenze e responsabilità europee, come pure in materia di immigrazione. Ed è verissimo, è già stato constatato, che buona parte della ostilità verso l'Europa degli anti-europeisti nazionalisti è perché ci sono troppi immigrati e perché l'Europa non fa abbastanza per evitare che gli stati nazionali si trovino da soli. E insomma, anche qua si chiede più Europa. Mi avvio a concludere dicendo, primo, che in ogni caso, anche se a molti europeisti non piacque, fu secondo me corretta la decisione del Bundesverfassungsgericht che quando dette la luce verde al Trattato di Lisbona e disse: noi abbiamo una Costituzione che abilita il governo e il Bundestag a proseguire nell'integrazione, ma se arrivasse la decisione di creare un vero Stato federale, non basterebbe cambiare i trattati europei, dovremmo cambiare anche la nostra Costituzione. E non parlava per la Germania, ovviamente, il Bundesverfassungsgericht, ma diceva una cosa vera anche per altri. E per concludere, due parole su quel sondaggio da cui era partito Tobias Mörscher. Guardate che se giochiamo a litigare è un gran gioco e troviamo dati per il litigio. Ma due cose che sono emerse in un bel libro recente sui rapporti tra Italia e Germania voglio qua ricordare. Primo, che i rapporti che ci sono di scambio commerciale tra Italia e Germania, both ways, non ci sono con gli altri paesi. Abbiamo rapporti strettissimi. Le imprese che lavorano negli stessi processi produttivi italiane e tedesche sono tantissime. E quindi vuol dire che gli imprenditori tedeschi giudicano i loro colleghi italiani molto meglio di quanto certi sondaggi facciano pensare. Seconda cosa che mi ha colpito, a volte gli italiani se la prendono per l'asse tedesco-francese. Io auspico il massimo di amicizia tra Francia e Germania. Ma non sempre gli italiani si rendono conto che quell'asse è più frutto della necessità che frutto dell'amore reciproco e che non a caso i rapporti economici tra Francia e Germania sono sempre preceduti e promossi da intese politiche. Italiani e tedeschi si trovano d'accordo e fanno lavoro insieme e affari insieme senza bisogno che la politica benedica questa loro unione. Riflettiamoci, ci vogliamo molto più bene di quanto a volte pensiamo che sia. Grazie, grazie al Presidente Amato per questa interessante introduzione. Onorevole Schäfer, allora diceva il Presidente Amato, più Europa, l'abbiamo visto purtroppo
in questo tristissimo anno e mezzo di pandemia e anche lo abbiamo visto per quanto riguarda l'immigrazione. Da italiana vorrei dire che i due temi che hanno fatto sentire forse il nostro paese più solo in Europa, almeno all'inizio, sono stati proprio salute e immigrazione, perché la pandemia ha colpito per prima l'Italia e l'Italia è il primo punto di approdo degli immigrati. Allora, vorrei sentire il suo punto di vista intanto sul tema di quest'oggi, Stati Uniti d'Europa, un'idea da visionari o un'idea realizzabile, e poi in particolare su questi due aspetti che sottolineava il presidente Amato. Allora, prego, onorevole Schäfer. Yeah. Vielen Dank, liebe Gabriella, vielen Dank, Herr Präsident Amato. Es ist mir in dieser Woche eine besondere Freude, und zwar nicht nur, weil es um deutsche-italienische Initiativen und um diese Runde geht, sondern ich bin am Dienstag als einer der Vertreter des Bundestages in die Zukunftskonferenz Europas nominiert worden von der SPD. Und wir hatten heute genau vor dieser Veranstaltung unser Treffen des Montecitorio-Dreiecks mit Italien, Frankreich, Deutschland, Abgeordneten aus den drei Parlamenten. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir immer wieder aufs Neue über die Solidarität der Tat sprechen. Die Solidarität der Tat, die alle Klischees, die alle Vorurteile und die auch alle Publikationen, die jedes Jahr erscheinen über die Krise Europas, ein Stück überwinden. Und deshalb ist dieses Buch eben keine Fortsetzung der Krisenbeschreibung Europas, sondern auch eine Publikation der Hoffnung. Es ist eine gute Anknüpfung. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut im Manifest von Ventotene von 1941. Das sind jetzt 80 Jahre, auch ein besonderes Jubiläum jetzt. Als ich Vorsitzender der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe wurde, war die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Warum? Die Deutschen, die von Kultur so wenig verstehen, hatten in Italien mit Professor Schmidt den Direktor der Uffizien. Und die Italiener, die nichts vom Geld verstehen, hatten mit Mario Draghi in Frankfurt den Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Beides funktionierte hervorragend. Und damit ist eigentlich auch klar, wie Europa funktioniert. Es funktioniert eben durch die handelnden Personen. Io non sento più l'onorevole Schäfer, è un problema mio? No, è un problema generale, temo. Ah, ok, d'accordo. No, volevo dire, ho visto in chat che alcuni hanno scritto che non c'è la traduzione, giù c'è un mappamondo e bisogna cliccare su italiano sul mappamondo. Allora, vedo che l'onorevole Schäfer non è collegato e mi dispiace, spero che riesca a ricollegarsi, e quindi ridò la parola al presidente Amato, perché ci sono già delle domande nella conversazione di gruppo. Allora, provo a riassumerle e prego chi pone le domande di porle in maniera un pochino più sintetica. E buonasera, il problema che riguarda per quello che riguarda l'Unione degli Stati, insomma gli Stati Uniti d'Europa, e che i cittadini non sono protagonisti. Per questo questa narrativa è sbagliata. Bisogna parlare dei cittadini europei e a me interessa la questione della Repubblica Europea. Se noi vogliamo unirci, che l'Unione Europea sia una comunità di diritti, vogliamo che sia sicura. Allora, insomma, il nostro spettatore, il nostro partecipante, il presidente Amato, dice che probabilmente bisogna puntare di più l'accento sui cittadini, che sono i protagonisti dell'Europa, e non sulle istituzioni, che probabilmente
vengono sentite come lontane. È così? Le istituzioni sono lontane o vicine a seconda dei poteri che hanno nei rapporti con i cittadini. Questo a volte viene sottovalutato. L'Europa non può ovviamente esistere se fosse soltanto bottom up, come si dice, perché alla fin fine l'Europa noi la vogliamo perché ci sono dei problemi che gli stati nazionali da soli non possono risolvere e con le decisioni comuni li possono risolvere. Al momento giusto occorre che qualcuno possa dire: farò questo whatever it takes, ma whatever it takes esprime il massimo di un potere decisionale che sono solo le istituzioni ad avere. Qual è il problema che noi abbiamo in Europa e che a volte appare mascherato sotto la giusta sensazione dei cittadini di contare poco rispetto all'Europa? È che l'Europa troppo spesso appare come una lontana agenzia di regolazione di affari che poco riguardano la mia vita rispetto ai miei organi nazionali nei quali sento la mia vita molto più in gioco e che mi portano a interessarmene molto di più. Faccio un parallelo elementare. Negli Stati Uniti, nonostante essi già fossero una federazione dalla fine del Settecento, le assemblee legislative statali furono legate ai cittadini e sentite vicine ai cittadini molto più del Congresso per tutto l'Ottocento. Quando fu che le istituzioni di Washington apparvero importanti, i cittadini si accorsero che avere rapporti col loro senatore o col loro congressman là era più importante che averlo col proprio deputato locale. Quando al Congresso venne attribuito il potere di stabilire le regole di un'imposta sui redditi personali federale, quando attraverso la Interstate Commerce Clause i poteri federali furono allargati fino al punto da includere le regole per la patente, l'orario di lavoro, la sicurezza sul lavoro per tutti i beni che volessero entrare nelle autostrade interstatali. Questo fu il veicolo attraverso il quale il Congresso entrò a regolare gli aspetti anche più minuti della vita. E allora i cittadini sentirono che contavano di più perché i parlamentari li ascoltavano e loro li ascoltavano. Non è nel poter formulare petizioni che qualcuno veramente conta, ma nel condizionare comportamenti di parlamentari che adottano decisioni che riguardano la mia vita. Un mio caro amico. Adesso c'è il Green Pass, presidente Amato, no? Il certificato vaccinale che servirà a tutti noi per potersi spostare. Il vaccinale già è una di queste cose, ma dice un mio amico: attribuite il taxing power al Parlamento europeo, dategli il potere di aumentare le tasse di ciascun cittadino europeo e contestualmente di ridurle per questi o per quelli. Vedrete che i cittadini si sentiranno molto coinvolti. Provi ad andare però oggi nel Parlamento europeo e dire: volete avere il taxing power? E tornare dai vostri elettori dicendo: abbiamo istituito una bella tassa europea. Non è che sarebbero tutti entusiasti. E allora continuiamo a girare in questo circolo vizioso. È tornato l'onorevole Axel Schäfer, bentornato. Allora, danke, sorry. Riprenda pure da dove ha. Sorry, per die kleine Unterbrechung. Ich will das direkt aufgreifen. Der zentrale Punkt ist: die Menschen lernen in Europa eher aus schlechten Erfahrungen denn aus guten Erkenntnissen. Man muss aus schlechten Erfahrungen gute Erkenntnisse ziehen. Aber der Antrieb sind die schlechten Erfahrungen. Die schlechten Erfahrungen zum Beispiel jetzt in der Pandemie.
ich will sie gar nicht lange ausführen, aber die Konsequenz ist, dass wir einen Wiederaufbaufonds geschaffen haben. Das heißt, wir haben nach dieser schlechten Erfahrung, was in der Pandemie nicht lief und der Notwendigkeit, was gemacht worden ist, eine Konsequenz gezogen, die 50 Jahre in Europa nicht möglich war, ein gemeinsames Programm und Schulden. Das war in Deutschland für die große Mehrheit ein Dogma. Sie wissen, alle Deutschen glauben nicht an den lieben Gott, aber sie glaubten immer an die D-Mark. Das haben wir auch überwunden. Dann glaubten alle Deutschen an keine Neuverschuldung in Europa, an die schwarze Null. Das haben wir Gott sei Dank überwunden, aber nicht durch gute Konzepte, sondern erst einmal jetzt durch die Fähigkeit, gemeinsam in Europa zu handeln. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und es gibt noch ein paar simple Erkenntnisse, die sich immer und immer wiederholen. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist auch, wir dürfen nicht glauben, dass die guten italienischen Inspirationen, die wir auch Gott sei Dank in Deutschland immer wieder aufnehmen, dass wir mit diesen guten Inspirationen erst unsere französischen und andere Freunde oder Niederländer oder so überzeugen müssten, sondern wir brauchen die Fähigkeit, als Italiener und Deutsche mit anderen zu handeln und voranzugehen. Und dann werden wir über streiten über Begründungen und über eine bestimmte Philosophie und ähnliches mehr. Aber das ist immer das Entscheidende. Die Solidarität der Tat, hat Monet gesagt. Und deshalb wird es genau jetzt darauf ankommen, dass wir mit diesen Inspirationen, auch aus diesem Buch, dass wir praktisches Handwerkszeug machen. Weil die Menschen auf der anderen Seite nicht von Brot allein leben. Sie brauchen auch wieder Träume. Sie brauchen Inspirationen. Aber diese Inspirationen müssen auch politisch in klare Leitlinien umgesetzt werden. Und die sind auch relativ einfach. Wir haben es definiert als eine immer engere Union. Giuliano Amato hat über den Vertrag von Lissabon gesprochen. Wir sagen dazu, immer engere Union sind die Vereinigten Staaten von Europa als Ziel, aber auch als Weg. Und der Weg zu den Vereinigten Staaten von Europa ist jeder einzelne Schritt, den wir zu mehr Gemeinschaft tun. Und irgendwann mal wird man feststellen, das sind die Vereinigten Staaten von Europa. Und dann werden wir vielleicht auch einen besonderen konstitutionellen Akt kriegen. Oder wir werden es einfach feststellen, dass es so ist, dass wir gleichzeitig Italiener, Deutsche und Franzosen sind, aber vor allen Dingen gemeinsam Europäerinnen und Europäer. Wann das ist, weiß niemand, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg. Und wir sind, und das, da will ich schon mitschließen, wir sind deshalb auf dem Weg, weil seit ich das erlebe, seit dem Direktwahlakt 1978 mit Europäischen Parlament, ich habe ja Altiero Spinelli noch im Parlament erlebt, als ich junger Referent bei Willy Brandt war, also ein bisschen auch noch eigene Biografie. Und jedes Mal war die Diskussion, dass wir europäischen Föderalisten gesagt haben, zu wenig Europa, zu langsam, wie kommen wir voran? Und immer wieder, manchmal länger, manchmal auf einem kürzeren Weg, sind wir in eine Situation gekommen von 6 zu 9, heute zu 27, zu der Fähigkeit, dass das Europäische Parlament Gesetze macht, dass das Europäische Parlament ein so starker Faktor geworden ist, über die Direktwahl, über die Wahl des Kommissionspräsidenten. Und jetzt muss die Konsequenz unserer Ideen, die wir haben, die praktische Fähigkeit sein, jetzt den Wiederaufbaufonds in jedem Land umzusetzen. Das ist das eine. Und dass wir das, was wir versprochen haben, auch halten, was 2014 gelang. Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, europäischer Spitzenkandidat. Wer das Europäische Parlament wählt, kriegt den Mann, die Frau seiner Partei an die Spitze der Kommission und nicht jetzt mit von der Leyen. Und dass wir uns das in die Hand hinein versprechen, wir vor allen Dingen im Bereich Mitte links, dass wir das umsetzen, dass die Menschen wissen, wenn sie in Rom und Berlin und Paris und Madrid wählen, kriegen sie in Straßburg und Brüssel die Verantwortlichen, die gewählt haben und nicht die Staats- und Regierungschefs ausgehandelt haben. Das wird, glaube ich, der entscheidende Punkt sein. Und der Traum von den Vereinigten Staaten von Europa ist damit ein Stückchen mehr Realität. Aber Lao Tse hat gesagt, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, ist sozialdemokratischer Reformismus. Die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts. Und das Ziel ist der Weg, den wir beschreiben zu den Vereinigten Staaten von Europa.
Danke. Onorevole Schäfer, prima di ridare la parola al Presidente Amato, ci sono domande dal pubblico. Aspettate che devo... Volevo chiederle, la fuoriuscita della Gran Bretagna, la Brexit, accelera o complica l'unificazione, il processo di unificazione europea, secondo lei? Erklärt ihn ein Stück. Erklärt ab, dass nicht alle dran teilnehmen wollen. Und ich sage auch ganz provokant als Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe gleichzeitig, wenn ein Land wie Polen oder Ungarn austreten will unbedingt, dann muss das Land austreten. Dann ist es so. Wir werden dafür kämpfen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Polen und Ungarn, dass sie bleiben. Aber wenn das ein Land will, dann ist das so. Das müssen wir akzeptieren. Allora, Presidente Amato, leggo tra le domande qui della chat. Il dottor Scotto le chiede se la conferenza sul futuro dell'Europa dovrà portare o meno a una nuova riforma dei trattati europei. Volta la domanda. Matteo Scotto di Villa Vigoni. Sì, ma a chi la rivolge? A lei, Presidente Amato. Ma la mia risposta è la seguente. E vorrei che Axel, che mi ascolta, mi desse retta. Guai se la conferenza comincia discutendo se bisogna cambiare i trattati o no. E questa domanda, secondo me, dovrebbe essere proibita all'inizio della conferenza, perché da sola provoca due partiti contrapposti che utilizzerebbero tutto il tempo a disposizione per bloccarsi a vicenda. La conferenza dovrà occuparsi dei temi e dei problemi che fortunatamente saranno i cittadini a porre, e che se non saranno le solite lobby di cittadini che vivono a Bruxelles nella stessa atmosfera, ma saranno cittadini che vivono nei quartieri, negli uffici, nelle fabbriche, porranno problemi di merito. L'immigrazione, i depositi bancari, le vaccinazioni, la lotta al terrorismo, e faranno capire che ritengono una soluzione migliore di un'altra. La conferenza a quel punto dovrà dire sì o no alle soluzioni che emergono dai problemi sollevati dai cittadini. Se alcune di queste soluzioni, per realizzarsi, avranno bisogno di modificare l'articolo di un trattato, a quel punto questa non sarà una questione ideologica, una questione su cui la mia identità nazionale viene ferita o la tua viene premiata, ma sarà un fatto, direi, tecnico, esecutivo della volontà dei cittadini. Per questo io suggerisco di non partire da quella domanda, ma di arrivare alla fine alla risposta che serve. Quindi è bene che abbiamo esaurito qui questa domanda. Allora, Axel Schäfer, c'è un'altra domanda dal pubblico di Leonardo Veneziani. E dunque, sicuramente l'Unione Europea come Stato federale sarà necessaria nel futuro per continuare a contare qualcosa come europei. Il metodo federalista immediato è però quello efficace? È possibile che integrazione settoriale del funzionalismo sia forse da rispolverare per ottenere passo dopo passo la solidarietà di fatto che Schuman auspicava nella sua dichiarazione del 9 maggio 1950? Quindi, appunto, più solidarietà, che era anche quello di cui parlava lei prima, onorevole Schäfer. E poi contare di più con Europa in questo, diciamo, multilateralismo con vari blocchi e sempre più incombenti.
Zum ersten Mal möchte ich Giuliano Amato für seine Antwort danken. Ich möchte ihn umarmen. Ich könnte, hätte es nicht besser formulieren können. Genau das ist meine Haltung. Ich hoffe, genauso wird das auch auf der Konferenz der Zukunft Europas laufen. Zu der jetzt gestellten Frage. Wir werden einen europäischen Pragmatismus weiterhin pflegen. Wir werden schauen, wo kriegen wir Einstimmigkeit hin. Wir müssen es bei den Finanzen und bei den Vertragsänderungen haben. Und manchmal auch, wie jetzt beim Wiederaufbaufonds, muss man deutlich machen, wenn Länder ausscheren wollen, wie ursprünglich Ungarn oder Polen, heißt das, dass wir damit nicht die EU zerstören lassen wollen, sondern dann müssen sie andere Konsequenzen ziehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir werden deshalb beides machen. Wir werden die integrative Methode, also Europa als Gemeinschaft, und wir werden auf der anderen Seite, wo manche Dinge nicht gehen, verstärkte Zusammenarbeit oder Regierungskooperation, das heißt im Notfall auch bestimmte vertragliche Konstruktionen wie den ESM neben der Europäischen Union. Aber das ist sozusagen ein Notfall, damit es überhaupt weitergeht. Aber es ist kein Dogma, auf dem wir aufbauen. Allora, proseguo con le domande. Aspetterò, devo togliere. Scusate che se. Allora, resta da vedere, scrive Silvana Paruolo, cosa emergerà dalla conferenza sul futuro dell'Europa, ma secondo voi ci sono le condizioni politiche per un salto di qualità verso dei vari stati d'Europa? Con quali paesi si andrà verso un'integrazione rafforzata, differenziata? Ecco, di questo si parla anche nel libro, insomma, uno zoccolo duro, presidente Amato, e poi magari i paesi che stanno facendo maggiormente i conti con spinte nazionalistiche. Questo io non lo escludo spero che questo non accada. Io continuo a pensare che la Polonia è un grande paese europeo. Piango pensando alle piccolezze sulle quali sta creando profondi solchi con molti altri paesi, però non posso escludere che non solo la Polonia per queste ragioni, ma anche altri paesi non se la sentano di integrarsi di più. Cosa che potrà accadere a seguito della conferenza. Faccio l'esempio forse più semplice, al di là della salute. In questi anni ci siamo accorti che è impensabile che noi europei, orgogliosi come siamo nel mondo del nostro welfare europeo, lo chiamiamo welfare europeo, anche se ciascuno dei nostri paesi ha il proprio. Ma allora, se è europeo, noi dovremmo avere dei livelli minimi di protezione sociale al di sotto dei quali nessun paese europeo può andare. E per evitare la qualcosa, l'Unione Europea deve supplire con le sue risorse a quelle nazionali quando non ci arrivano, per evitare che si scenda sotto quei livelli di protezione sociale. Questa è una cosa che sarei tanto felice venisse proposta dai cittadini dei panels, delle assemblee popolari che avremo con la conferenza, e che alla fine le istituzioni europee decidano di accogliere. Può darsi che alcuni paesi non se la sentano. Qui occorrerebbe una modifica dei trattati, attribuire agli organi europei la competenza a stabilire i livelli minimi comuni di protezione sociale. Beh, se non tutti se la sentono, alcuni lo faranno. E ci sarà così l'integrazione differenziata. Il mio vero sogno, tanto stiamo per finire, poi parlerà solo Alex, lo voglio enunciare. Guardo la geografia dell'Europa e vedo che Germania, Francia e Italia
sono paesi confinanti fra di loro. Poi c'è anche la Spagna, però ce ne sono altri, ce ne sono altri. Ma penso a questi tre. Potrebbero addirittura arrivare... Attenzione all'Austria, Presidente! No, è qui, lo so, ma l'Austria va convinta. Il dialogo che ho in mente è più facile per cominciare tra Italia, Francia e Germania, o Germania, Francia e Italia, se si parte da nord anziché da sud. Potrebbero arrivare ad un'integrazione tale da mettere in comune il sistema fiscale, le regole sull'immigrazione, le regole pensionistiche, le regole di protezione sociale. Non mi aspetto che tutti gli altri accettino una integrazione così elevata, e però potrebbe entrare in una differenziazione europea e rappresentare davvero quel Stati Uniti che poi si potrebbe anche allargare ad altri. Ma forse no, io però ne sarei contento. Grazie al Presidente Amato, e qui ci sono tantissime domande. Allora, una che pone Stefan Metz, forse si è collegato dopo, aveva diciamo risposto già al Presidente Amato, riguarda l'eterogeneità dell'Europa e della lingua. Sì, sicuramente questo è un impedimento anche a una unificazione politica. Poi c'è la domanda di Pier Antonio Rumignani, wie kann man auf europäisch, questa la pongo ad Axel Schäfer, wie kann man auf europäischer Ebene gemeinsame Entscheidungen ohne ein voll funktionierendes Parlament treffen? Der Rat stellt eben die Version eines Europas dar, das in geschlossenen Räumen die Entscheidungen trifft und auch nicht. Quindi com... Der Rat... Quindi avere un Parlamento europeo più efficiente, efficace. Das aktuelle europäische Parlament ist die Widerspiegelung des Fortschritts, den wir erreicht haben, und die Begrenzung zugleich. Ich sage als ehemaliger Europaabgeordneter auch, das, was wir erreicht haben, ist viel, viel mehr, als viele draußen glauben, weil das Europäische Parlament in der Gesetzgebung und bei den Finanzen äußerst stark ist. Aber es muss auch den Willen zur Macht haben. Ich will das nochmal wiederholen. Der Wille zur Macht 2014 war gegeben, als Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale, Grüne und einige andere gesagt haben, der Gewinner der Europawahl wird Präsident. Gut, es war Juncker, nicht Schulz. Wir wählen Juncker. Und in dieser Minute konnten die Staats- und Regierungschefs nichts mehr machen, außer Juncker Vorschlag. 2019 war das nicht der Fall. Man hat nicht gesagt, der Gewinner war Weber, wir nehmen ihn, oder wir nehmen als Kompromiss Timmermans, sondern wir können nichts. Und das Ergebnis war von der Leyen, die ist eine überzeugte Europäerin, okay, aber es war nicht der Wille der Wahl. Und solange dieser Wille im Europäischen Parlament vorhanden ist, dass die föderalen Kräfte bei Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne eine Mehrheit bilden können, kommen wir voran. Wenn nationale Egoismen oder auch, das habe ich ja auch erlebt, oder auch die Abhängigkeit der Europapolitiker, der Europaabgeordneten von ihren nationalen Regierungen stärker ist als der gemeinsame Wille in Brüssel und in Straßburg, dann werden wir keinen Erfolg haben. Man braucht auch Tapferkeit vor dem Freund. Man braucht auch den Mut zu Europa und nicht nur die Loyalität gegenüber der nationalen Regierung. Das ist genau der Punkt, auf dem es ankommt in Konflikten, wenn man erfolgreich sein will. C'è ancora forse qualche minuto, Presidente Amato, per un'ultima domanda che viene dal pubblico, da Fabio Colasanti.
Giustissimo quello che lei ha detto sull'importanza della direzione in cui si muove invece che del punto finale di arrivo, ma le occasioni per litigare, per usare la sua espressione, rimangono importanti. Come valuta il rischio di nuove forti tensioni tra Germania e Italia se l'inflazione accelerasse e quando comunque bisognerà fare di nuovo attenzione all'andamento delle finanze pubbliche? Ho paura che troppi in Italia oggi credano che tutto sia permesso e che disavanzi e debito non abbiano più alcuna importanza. Sì, ha assolutamente ragione, no? Ho poco da aggiungere. Io che ho fatto più volte il ministro del tesoro e ho avuto responsabilità e guai a proposito del debito, sentire la facilità con cui oggi l'assunzione di nuovo e pesante debito viene chiamata scostamento. Faremo un nuovo scostamento. A volte sembra quasi che sia un'occasione gioiosa fare un nuovo scostamento, ma qualcuno questo debito lo dovrà pagare e l'attenzione alle dimensioni del debito non può essere rinviata al futuro, rinviata a quelle future generazioni che se lo troveranno addosso. Bisogna preoccuparsene. Certo, è giusto che l'Unione Europea, nel ripristinare a un certo momento il patto di stabilità, ne modifichi le regole basandosi sull'esperienza che finora abbiamo fatto con le regole che ci sono state. Questo non è innegabilmente giusto, ma finirà un giorno anche la operazione che dura da anni sotto nomi diversi dei massicci acquisti di titoli pubblici da parte delle banche centrali sotto l'egida della Banca Centrale Europea. L'inflazione naturalmente è, dal punto di vista del debito pubblico, chi ha fatto la domanda non può non saperlo, il bene ed il male insieme, perché per un verso rende più elevata la spesa per interessi, ma per l'altro riduce il capitale, il valore del capitale. Lo sappiamo bene che le grandi inflazioni sono desiderate dai grandi debitori. Spero che questo desiderio non abbia a realizzarsi per il prossimo futuro, però appunto il mio warning è: il problema non è solo l'inflazione, perché alcuni lo possono vedere anche come la soluzione. Io vorrei concludere, abbiamo ancora 3 minuti di tolleranza e li vorrei prendere. Prima di collegarmi stavo ascoltando la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi che ci parlava appunto delle prospettive di crescita della nostra economia nei prossimi mesi, quindi vorrei non pensare tanto al debito e all'inflazione, ma vivere questo momento gioioso di riaperture che l'Italia finalmente sta attraversando e grandissima fiducia come tutti gli italiani nel lavoro che farà il governo Draghi. C'è qui però uno spunto anche positivo da parte di Wolfgang Balint, Herr Schäfer: Das Grundgesetz von Deutschland spricht in seinem Europa-Artikel bereits davon, dass Deutschland an der Verwirklichung eines vereinten Europas mitwirkt. Das sollte unsere Maxime sein. Axel Schäfer, penso che appunto concludere con la Costituzione tedesca possa essere di ottimo auspicio per questo nostro incontro. Vielen Dank, genau das sind die ersten Worte der deutschen Verfassung, die ja ein Ergebnis des Krieges und die Konsequenz aus dem Faschismus ist. Und da steht eben, dass wir als Deutsche gleichberechtigt in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Und dann beginnt es mit die Würde des Menschen ist unantastbar, so wie die europäischen Verträge auch. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, Verbindende. Wir sind gemeinsam zu Europa verpflichtet. Das ist unsere Wahl, die wir getroffen haben. Und wir müssen sie jetzt ausgestalten. Darauf wird es drauf ankommen. Und wir müssen es auch in dem Bewusstsein immer tun, dass wir in Vielfalt geeint sein wollen
und in Vielfalt geeint ist auch das Gegenteil von in Einfalt geteilt. Und das müssen wir überwinden. Grazie a tutti. Allora, ci sono delle altre domande e non so se poi i nostri interlocutori vorranno rispondere in privato ai colleghi che le hanno poste. Il nostro tempo adesso è davvero scaduto. Ringrazio molto Villa Vigoni e la Friedrich Ebert Stiftung per aver organizzato questo dibattito che spero sia stato utile e interessante per avvicinarci ancora un po' di più a questo nostro sogno che è quello europeo. Ringrazio il presidente Amato, l'onorevole Schäfer per essere stati con noi e tutti voi per aver partecipato a questo nostro pomeriggio dedicato alla presentazione del libro che faccio vedere ancora una volta, edito appunto da Villa Vigoni, Stati Uniti d'Europa, auspicio, incubo, utopia, con l'auspicio appunto che tutti noi leggiamo con interesse questo interessantissimo volume. Grazie e buon pomeriggio a tutti e arrivederci.